Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Das heutige Intro ist mal ein bisschen anders. Bei den letzten zwei Monster Hunter Parts habe ich ja vergessen, die Bilder einzublenden und das würde ich gerne hier jetzt eben kurz nachholen. Einmal zuerst vom Teostra und danach vom Kushala Daora. Wir machen ja heute auch den Nava, da zeige ich euch gleich noch die Bilder in der Folge selbst. Auf jeden Fall hier zuerst mal die Teostra Bilder. Entscheidet selber, wer gewonnen hat. Bitte unten unter die Kommentare schreiben, auch für welches Vieh ihr welche Nummer gegeben habt, weil ich ja dieses Mal von drei Viechern die Bilder hier habe. So, hier sind jetzt auch noch die Bilder vom Kushala Daora. Auch hier eben kurz Kushala am besten hinschreiben, Kushala 1 oder Kushala 2 und sagt mir dann, welchen ihr besser fandet, also welches Bild. Das wollte ich nur mal eben kurz hier einblenden, damit ihr den Fotowettbewerb nachholen könnt. Nava kommt gleich. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefällt, Abo und ein Like natürlich da lassen. モーテ、モーテ、オルザネ、ラギ、オラネ、サラー、シフリラ、ゲルツ、リクイ、メトゥシムタキ、トゥデ、ラナゼ。 Ja, Leute, ihr habt gesehen, was wir heute jagen. Ich muss nicht viel sagen. Das wird heute mein Ende. Es wird wahrscheinlich die letzte Folge auf meinem Kanal sein, weil ich wahrscheinlich danach Tobsuchtsanfälle habe. So schlimm wird es schon werden. Nein, nein, Leute. Ich werde nicht meinen Kanal schließen. Es war ein Joke. Ich schieße allererst mit Schlaf rein, weil man den Ibushi tatsächlich schlafen legen kann. Ich bin mit der Waffe von Ibushi hier, der hat extra Schaden gegen fliegende Viecher, das kann noch funktionieren. Ich darf nur nicht verfehlen. Vor allem, wie pennt der bitte? Das ist die gute Frage. Pennt der jetzt schon? Nein. Oder? Doch! Doch. Wow. Da funktioniert ja mega gut. Also, und ich hab nein, ich habe eine. Ich habe eine Fassbombe Scheiße gelegt. Ich habe meine nicht mitgenommen. Ich habe extra noch gesagt. Ich habe extra noch gesagt, nehmen Sie mit. Ich habe gedacht, das funktioniert nicht und habe es deshalb einfach sein lassen. Das hat doch mega gut funktioniert. Merken wir uns einmal für die Zukunft, denn die Buschel kann man echt gut schlafen legen. Vor allen Dingen benutze ich Schlafstufe 2 bei der Waffe. Das heißt, es funktioniert doppelt so gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, Streuung hätte ich eigentlich gar nicht mitnehmen brauchen. So Leute, es ist also diese Quest läuft so ab. Wir haben erst den Ibushi und den prügeln wir halb tot. Danach soll er durch sein Frauchen sterben, hat mich kein gespoilert. Weißt du, für mich sind diese Plattformen eigentlich Lebensretter, ne? Weil ich kann trotzdem von dort aus gut schießen. Ich denke mal nicht, dass wir dazu kommen, den Schweif abzutrennen, ne? Hilft wahrscheinlich nicht. Warte, ich wollte mit Perforiermunition drauf schießen. Ist sogar perforiert. Rache, du Dreckiger! Oh, macht das so wenig Schaden. Schon besser. Der Boden. Oh, der liegt gerade richtig gut. Ich treffe zu oft. Ach so, ich bin auf Schnitt gewesen. Ich dachte, Munition wäre an ihm hängen geblieben. Hat mich mega gewundert.
Hatte ich so wenig Drachen, Perforier-Munition generell? Also die Perforier-Munition ist bei denen mega stark, wenn die einmal liegen. Lass mich das dumme Ding noch benutzen, wenn ich schon da stehe. Ich wollte. Wies Balliste. Doch nicht. Ich darf nicht. Ah, stimmt. Hierfür geht jetzt nicht beim Ibushi und bei der normalen Nava die Fotosession, sondern erst bei der Endversion, die gleich noch kommt. Da kommt nämlich noch was Heftigeres, glaubt mir, Leute. Ich wurde schon gespoilert. Ich habe nicht mal alles verraten. Er hat mir nur verraten, dass es mein Ende wird. Schnitt! Ich bin hoch! Auch wenn man nicht wirklich dazu kommt, die Balliste anständig einzusetzen. Spiel auf die fliegenden Felsen, lass sie explodieren. Der ist jetzt schon im Eimer. Dann habe ich doch gesagt, dass man den mehr oder weniger halb tot prügelt und dann. Also der Bushi macht jetzt hier nicht so wirklich die Randale. Die Randale kommt gleich, die mein Leben zerstört. Warum? Komm mal, weil mal so eine Kugel zu mir. Das ist eine Sequenz, wo ich ausnahmsweise rede, aber mich eben kurz vom Bild her wegmache. Oder warte, ich schalte uns doch. So, Nummer 2. Runde 2. Wir haben den einen zum anderen runtergeprügelt. Nämlich, ich kann die Kanone nicht benutzen, weil ich kein Seil der verfreit habe, zum Hochspringen. Jetzt kann ich. Die stehen noch recht niedrig. Die Bushi ist tot! Tot! Es sind nur so Shiny Drops, die du einfach einsammelst. Da kannst du nicht rausschneiden. Ist trotzdem Blut. Und das ist jetzt ihre ultimative Form. Die Allmutter. Das ist die Version, die mein Leben zerstören wird. Und dafür sorgt, dass ich das Spiel deinstalliere. Und Kais Erzählungen. Sag mal so, das ist die Nava mit den Fähigkeiten, die Ibushi zusätzlich. Ich habe noch mal die Chance, ein gutes Foto zu machen von der Nava. Eek. Der Kringel war lustig. Aua. Was für Dinger liegen hier? Feuernüsse. Super, damit ich meine Munition aufstufen kann. Bringt auch so viel hier. Ich kann dir Dämon geben. Und das da zählt tatsächlich als ein eigenes Monster. Yep. Ich finde die Hintergrundmusik extrem geil. Die ist mega cool. Warum nicht hier ein Feuerkäfer? Weil hier alle vier Käfer rumliegen. Ich habe schon den Wasser- und den Schneekäfer eingesammelt. Wo ist der vierte, der Donner? Welche Ecke liegt damit der? Einmal den Amalpantek. Ja, den habe ich auch gefunden. Vielleicht sind es auch nur drei Käfer, dass der Donnerkäfer gar nicht hier auftaucht, weil der sowieso keinen Nutzen hätte. Ich will nur weg! So
kriege ich meine Schnittmunition. Warte mal, warum schieße ich nicht auf den Schweif damit? Komm schon so gut dran. Zum Boden. Wo ist meine Perforier? Perforier! Der liegt so schön. Ich mach so schön Schaden. Das Nein. Jetzt erklärt sie auch, wofür der große leuchtende Beutel am Bauch ist. Das ist der Eierbeutel. Der Eiersack. Foto! Ich bin nicht mehr entkommen. Ich hab's fürs Foto geopfert. Tut mir leid, Leute, das Foto war wichtiger. Ja, jetzt sehe ich, was du mit den Fähigkeiten von Mibushi meintest. Nur ein bisschen heftiger. Sag mir doch, dass er direkt Säulen kriegt. Nee, die mir die Fresse polieren. Wenn die Säulen ein Stück nach außen sind, kannst du nach innen reinlaufen, sonst bringen dich die Säulen irgendwann um. Ich hab's gerade so überlebt. Mag ich, das ist so dunkel. Alter, das wäre das geilste Foto überhaupt gewesen. Eins habe ich noch frei. Als ob du davon jetzt ein Foto gemacht hast. Dann habe ich doch instant verloren. Es ist kein gutes Foto. Es ist mehr oder weniger einfach nur eine lila Wolke. Aber von dem Moment hast du dann doch trotzdem direkt gewonnen. Oh, du hast einen Schweif, ja. Jupp. Oder was man einen Schweif nennen kann bei denen. Nee, das ist... Diese ist Windwolke, halt so ein... sie hat mich gerettet. Das ist halt so ein Schwanzdorn, der liegt hier sonst rum. Ja, ich loote gerade dran. Ach, jetzt lese ich auch. Okay, ich merke mir, wenn es dunkel wird, muss ich mich für ein Foto bereit machen. Ach du Kacke. Hier würden sogar Drachentodbären rumstehen. Ja, habe ich gerade eben eingesammelt. Gut, dass du mich drauf bringst. Einmal kurz in die Ecke. Ich habe mir extra hier Sachen mitgenommen, damit ich mir die extremst krasse Muni sofort herstellen kann, weil ich definitiv nicht an die Box drankomme. Du kannst doch aus der Box die Teleporter rausholen und dich dann immer wieder zurückporten. Ja, aber das ist auch ein bisschen aufwendig. Nach pro Munition 170. Wie geil ist dieses Viech bitte? Oh, ich habe Waffen Munition mitgenommen, obwohl ich mit der Waffe gar nicht verwenden kann. Wie hat mich das nicht getroffen? Ist es so knapp an mir vorbei? Ich weiß nicht, was ich gerade gebrochen habe. Ja, ich noch weniger. Ich habe kurz nicht hingeguckt. Gut, dass Sunny nicht dabei ist. Mir würden die Ohren klingeln. Ich glaube, ich habe den Sack gebrochen. Oder den Kopf. Keine Ahnung. Sack oder Kopf habe ich auf jeden Fall gerade getroffen. Und das ist kaputt gegangen. Das heftigste Monster im Monster Hunter? Also, ich habe nur Glück, dass er nicht trifft. Also, der ist echt nicht gut im Treffen. Das ist das Einzige, was diesen Kampf ein bisschen leichter macht, dass es viel scheiße im Treffen ist. Ja, die Zielgenauigkeit von dem Viech ist nicht sonderlich hoch, wenn man gerade mitten vorsteht. Außerdem ist das Spiel nett. Es liest mir hier die ganze Zeit die Drachenwehr plus die Sachen, die ich brauche für Schießpulver Stufe 2 und 3. Also ich kann mir jederzeit Munition hier herstellen. Oh nein. Ich will nicht. Bodo. Vielleicht gewinne ich damit wenigstens. Ich weiß noch nicht, welches ich dir schicke. Ja, du stellst uns ja wie immer einfach in die Gruppe. Und ich sende es dann irgendwann am Anfang des Videos hin. Ich hoffe auch immer, dass die Leute erst da schon... Warum ist da ein Magna Malo? Bitte auf der Karte.
Weil hier immer einer kommt. Will er uns helfen? Mehr oder weniger. Also der ist jetzt so gesehen unser Verbündeter, bitte. Der kriegt jetzt von der Nava einfach ein Pad auf den Sack und dann kann einer von uns den reiten. Das will ich, bitte. Ich brauche Rettung, nein. So langsam. Hier, Magna Malo, ich verpasse die Dämon. Und das passiert immer in dem Kampf, da taucht random einer von den Drachenältesten auf. Da ist der Magna Malo, der Piostra, der Daoga oder der Camellios. Die tauchen random einfach mal auf. Ich kämpfe hier schon mit Streu. Der ist meine Ultramuni. Die verziehen sich dann auch immer relativ zügig wieder. Hilfe. Muss das Vieh eigentlich so eskalieren? Ich auch weiß. Man kriegt echt viele von diesen Schuppen. Oh nein. Kann man die Säulen bitte kaputt machen? Nein. Könnten sie mich wenigstens nicht in sich reinziehen? Du musst dafür ja in die Mitte. Warte mal. Ach, meine Waffe kann ja keine Weifermunition benutzen. Vergessen. Perforier! Ins Maul! Mach grad so viel Schaden. Jetzt nicht mehr. Okay, ich gehe auf Detonation. Was Besseres habe ich nicht mehr. Streuung trifft einfach nicht. Das tut weh. Ist gut! Au. Der hat gesessen. Aua! Schaffe ich es da durchzuspringen? Muss ich nicht. Ein Glück. Ich glaube, ich werfe mal ein Lebenspulver, ne? Nach dem nächsten Angriff. Alter, wie heftig eskaliert das Vieh denn bitte? Ich muss schaffen, eine Schärfe ist gelb. Au. Also, das war der Schweif. Lebenspulver! Ich glaube, ich habe dich damit gerade sogar gerettet. Das hat mich tatsächlich sogar gerettet, weil ich gerade im Schärfen war. Sei froh, dass ich dich mitteilen wollte. Ich habe nur noch einen Lebensstaub. Nein! Wirf doch nicht die Streu raus! Hier! Ich wollte gerade, aber ich kam nicht mehr drauf. Der Stun hat mich gekillt. Hilfe! Lass mich doch nicht allein! Bist du denn des Wahnsinns? Ich bin ja schon wieder unterwegs. Da kommen so viele Kriegel! Komm her. Komm her, du hässliches Tier. Ey, das ist das schönste Monster, was ich je gesehen habe. Ich hab gleich keine Megatränke mehr. Nein! Nicht die Betäubung! Absolut beschissener Moment dafür. Wenn die Käfer mal wiederkommen, ich will die werfen. Das ist auch so eine Ultra-Eskalationsattacke, die eigentlich ein recht geiles Foto geben würde, wie auch immer ich ausgewichen bin. Wie auch immer ich es geschafft habe, bis dann zu werden. Ich bin genau zwischen den Kringeln durch. Und warum lebe ich eigentlich immer so ganz knapp? Oh, das ist ein Dankeschön für gerade eben, oder? Ja, und das war aber auch mein letztes Lebenspulver. Ich habe jetzt keine Gruppen hier mehr zur Verfügung stehen. Einmal kurz auf die Herstellungsliste. Und machen, dass sich das Auto herstellt. Die Drachenmunition. Also ich kann immer hin und wieder Drachenmunition in ihn reinschießen. Lass mich es doch nutzen! Au. Ja, ich wollte gerade Lebensstaub werfen, aber dann war auf einmal so ein Elektroding in mir drin.
Der Amalfantex-Panzer hat mich zuerst gerettet und danach kommt die zweite Explosionswelle, die mich umgebracht hat. Ja, zu zweit ist das Viech echt nicht angenehm. Ich hatte schon mal den Feuerkäfer. Ja, ich komme gut zurück! Nein, der Feuerkäfer ist daneben geflogen. Mein Pantex, komm her! Weiß nicht, was du dem Vieh gebrochen hast, ne? Ein Klaue. Ich bin dankbar dafür. Da ist die scheiß Raupe. Komm her. Ich lass dir den anderen Arm mal, Pantex, mal, ne? Mhm. Ich gönn mir mal beide Laternenraupen. Auf ihn. Mein Glück ist das Vieh nicht gut im Treffen. Jetzt einmal den Käfer. Das Zeug haben wir jetzt angekommen. Ach, da steht er. Achtung! Oh, der wird... Säulen! So, warten, bis die Kugel explodiert ist und dann noch rein da. Oh nee, so nah will ich nun auch wieder nicht. Scheiße. Maschinenkanon. Kamera, Kamera, Kamera! Ja! Ich hab davon ein Foto! So, ich hab meine drei Fotos fertig. Ich auch. Keine mehr machen. Hier, nimm den Demo. Ich hoffe, ich hab dich getroffen. Ja, ich glaube, du hast mich getroffen. Wir haben es fast geschafft, Kai. Als ob die Drachenperforier gerade so wenig gemacht hat. Die hat gerade nur insgesamt 25 gemacht. Mit der Drache habe ich, also der normalen Drache habe ich 170 mit jedem gemacht. Halt um die. Geh weg. Lebenspulver. Au. Dämonenpulver! Haha, Dösenpulver! Einfach jedes Pulver einmal rausgespaßt! In der Hoffnung, dass es was bringt! Einfach gut pulvern! Ries meine Drachenmunition! Ich hab mit der letzten nicht getroffen, tatsächlich! Oh! Es ist down, Leute! Und ich hoffe, ich hab mit dem letzten Foto den Wettbewerb gewonnen! Oh, das erste Mal, dass es tatsächlich tot da liegt. Oh, echt? Ich habe mich kurz zurückgelegt. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Also zu zweit ist das für mich echt nicht angenehm. Also du bist zweimal gestorben und ich einmal. Und ich bin auch nur deswegen nicht gestorben, weil das Vieh nur dich auf dem Kicker hatte. Ich muss jetzt erstmal noch den Schwanz ausnehmen, der hier irgendwo in der Ecke liegt. Das habe ich in dem ganzen Kampfgetümmel gar nicht getan. Ach, so eine dämliche Schuppe. Hier, friss Schlaf! Schlaf weiter! Steh bloß nicht wieder auf! Bleib liegen! Oh! Hallo, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß zum Zusehen. Ich muss hier erstmal zur Nervenhalle anstatt.